Am 16. September 2017 wurde der Hofzinsering zum 8. Mal vergeben. Empfänger war Markus Zink, der sich seit über 2 Jahrzehnten für die Zauberkunst eingesetzt hat, wie kaum ein anderer in unserem Land. Er tritt vorwiegend öffentlich auf und vorwiegend mit seinem Theaterprogramm Schrott. Dazu kommen Theaterprojekte, die er in renommierten Häusern wie dem Schauspiel aus Hamburg und im Theater Mülheim mit speziellen Zauberinszenierungen durchführt. Damit macht er stets die Zauberkunst öffentlich und trägt dazu bei, dass sie vom Publikum auch künstlerisch wahrgenommen wird. In der Zauberszene ist Markus Zink ebenso präsent. Er ist als Coach und Seminarleiter tätig und gibt viele seiner kreativen Ideen gern weiter. Allein für die magische Welt hat er 2 wunderbare Ausgaben des Zauberseils zusammengestellt, die voller Kraft sprühen und inspirieren. Soweit zu den fachlichen Seiten von Markus Zink. All diese hätten jedoch nicht solch eine Auswirkung auf sein Publikum, wenn nicht der Mensch Markus Zink dahinter stehen würde. Ich kenne kaum einen Kollegen, der rundum Beachtung und Bewunderung gleichermaßen erfährt. Markus Zink ist stets gleichbleibend freundlich, verständnisvoll und kann gut zuhören. Seine Tipps und Ratschläge sind wohl überlegt und verfehlen nie ihr Ziel. Markus Zink ist Künstler durch und durch. In seiner Bibliothek befindet sich eine größere Anzahl Publikationen zur bildenden Kunst als zur Zauberkunst. Markus findet man häufiger in Ausstellungen von Museen und Galerien als auf Zauberkongressen. Verständlich, denn in Ausstellungen erlebt er mehr Kreativität als auf einem Kongress gleichgesinnter Narren, die oftmals nur an einem neuen Trick interessiert sind. Zauberkunst jedoch lebt künstlerisch vor allem durch neue Einflüsse, seien sie gesellschaftlich oder politisch. Er lässt sich lieber von Künstlern wie Salvador Dali, Jean Tinguely und Joseph Beuys anregen. Dies spiegeln auch seine Requisiten deutlich wider. Sie sind einzigartig von ihm konstruiert und mit seinem Techniker verwirklicht. Sie erinnern an Kunstobjekte und nicht an herkömmliche Zauberrequisiten. Zum Teil werden Alltagsgegenstände vom Schrottplatz umfunktioniert und neu zusammengefügt. Schrott ist Prinzip und Programm. So ist zum Beispiel Markus' Szene zu dem Thema »Sieht aus wie Zauberei, ist aber keine« entstanden. Und in der Tat, das Bild der produzierenden Papiertücher aus einem Zylinderhut ist identisch mit vielen ähnlichen Produktionsszenen von Zauberkünstlern. Dabei kommt es gar nicht mehr darauf an, ob der Zylinderhut vorher leer gezeigt worden ist oder nicht. Der Johann Nepomuk Hofzinsering. Er wird alle 3 Jahre von einem Gremium vergeben. Das aktuelle Gremium setzt sich zusammen aus folgenden Kollegen: Roman Ertel, Michael Sondermeier, Dr. Christian Theiß, Dr. Christian Rauda, Mirko Ferrantini und Frank Gilka. Der Hofzinsering wurde 1933 ins Leben gerufen. Er war dafür gedacht, die Zauberkünstler auszuzeichnen, die sich besonders für die Kunst des Zauberns eingesetzt haben. Der Stifter war Robert Farchmin. Der erste Träger war Ottokar Fischer, der einen der bedeutungsvollsten Zauberkünstler des 19. Jahrhunderts aus der Vergessenheit geholt hat und ihn unsterblich werden ließ, Johann Nepomuk Hofzinser, Namensgeber des Ringes. Der zweite Träger war Helmut Schreiber, der ein kleines, bescheidenes Vereinsblatt in ein international anerkanntes Fachorgan verwandelte. Später wurde Schreiber auch als Kalanak berühmt. Als dritter und vierter Träger wurde der Zauberkünstler und Autor Punks gewählt. Er war in seiner Zeit, 1950er und 60er Jahre, künstlerisch allen anderen Zauberkünstlern mit seinen Abendprogrammen voraus. Er schuf mehrere Akte, in die er sein Programm unterteilte und eroberte damit Theater und Konzertsäle, wie sie vor ihm noch kein Kollege bespielt hatte. Zum fünften Träger wurde 1985 der deutsche Zaubergerätehändler, Erfinder und Publizist Werner Geißler-Werri erkoren. Er erhielt den Ring vor allem für die Publikation der Zeitschrift Magische Welt, die mit damals 34 Jahrgängen zu den am längsten herausgegebenen Zauberzeitschriften Europas zählte. Eine Leistung, die besonders auch dadurch von Bedeutung ist,
da das Verlegen einer Zauberzeitschrift stets mit finanziellen Verlusten verbunden ist. Nach einer über zwei Jahrzehnten langen Pause wurde der Hofzinsering 2010 zum sechsten Mal abermals an einen Zauberkünstler gegeben, der sich, wie bereits Ottokar Fischer, für das Leben und Wirken von Johann Nepomuk Hofzinser eingesetzt hatte, Magic Christian aus Wien. Was man kaum vermutet hatte, war, dass er völlig neue, noch nie veröffentlichte Informationen über seinen Landsmann Hofzinser herausfand, die schließlich in einem vierbändigen Werk das Licht der Zauberwelt erblickten. Drei Jahre später erhielten die beiden Künstler Frascatelli und Refrace den Ring als siebte Träger. Sie wurden für ihr Lebenswerk in der Zauberkunst ausgezeichnet. Seit rund 20 Jahren spielen sie jährlich neue Programme und während der letzten 15 Jahre sogar in ihrem eigenen Theater bei Stuttgart, das, sobald ein neues Programm angekündigt wurde, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Alle hier beschriebenen Künstler zeichnen eine Gemeinsamkeit aus. Sie sind einzig in dem, was sie in der Zauberkunst leisten und geleistet haben. Sie sind wunderbare Botschafter einer Kunst, die auf dem gleichen Level mit allen anderen Künsten liegt, sei es Theater, Film, Literatur, bildende Kunst oder Musik. Im Namen des Hofzinsergremiums gratuliere ich Markus von Herzen zum neuen Träger des Johann Nepomuk Hofzinser Gedächtnisringes. Es folgt ein Ausschnitt aus seinem Programm Schrott. Johannes Johannsing, 1788 bis 1869, galt als Erneuerer der Flugkunst. Man nannte ihn auch den Icarus des deutschsprachigen Raumes. Johannes Johannsing ist tot. Es lebe Zink. Thank you.
leider kann ich heute nicht dabei sein bei der Verleihung des Hofzinserringes. Aber ich danke dem Gremium, ich danke Vitus für diese Auszeichnung und ich werde diesen Ring mit Stolz und Ehre tragen. Und nun wünsche ich euch eine wunderbare Zaubernacht mit dem großartigen Pius Maria Küppers und seinem fabelhaften Programm Alles Illusion. Wichtiger als das Rätsel ist das Staunen. In diesem Sinne, habt eine wundersame Nacht. Tschüss.